Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman? Das wäre ungünstig, weil das brauchen wir, glaube ich, bestimmt schon nochmal. Von der Crew höre ich seltsame Dinge in letzter Zeit. Unerklärliche Geräusche, komische Visionen, Stimmen im Dunkeln. Diese Dinger hier sollen verflucht sein. Abergläubischer Unsinn. Die Artefakte sind völlig inaktiv und außerdem hier im Labor verwahrt. Es gibt geringe Strahlungsspuren. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie dies andere Teile des Schiffs beeinflussen sollte. Oh Gott, wollen wir doch stark hoffen, dass wir nicht über Alien-Technologie gestolpert sind, die jetzt in unserem primitiven kleinen Affenhirn herumfuscht. Behalte sie lieber gut im Auge, Doc. Aber interessant wäre das. So, was haben wir hier? Reden wir mit ihr gleich. Diese mutierte Frau schien dich zu kennen. Sie hat dich ganz schön aus der Fassung gebracht, was? Sie und ich. Tja, das ist eine lange Geschichte. Sie war mal ein Ghost. Damals haben wir uns mit Manx verbündet, um die alte Konföderation zu bekämpfen. Wir waren ein echt gutes Team. Was ist mit ihr geschehen? Sie wurde ein Opfer des Krieges. Nichts für ungut, Doc, aber ich möchte lieber nicht darüber reden. Verstehe. Falls du es dir irgendwann mal anders überlegst, ich bin hier. Ah ja. Okay, hier sieht es aus wie ein Skillbaum. Was kann man denn hier machen? Ah, okay. Schauen wir mal. Bunker mit automatisierten Geschützen. Das ist natürlich geil. Jo. Das ist natürlich ziemlich cool, wenn er ein bisschen schlagkräftiger ist. Mal ein bisschen schauen. Ah ja, auch alles. Alles sehr nett. Hier haben wir Katzen. Oha. Ziemlich gut. Okay. Gut, aber wir nehmen den Falkenturm. Jo. In Ordnung. Okay, was haben wir hier noch? Ein Zergtank. Mhm. Gut, weiter geht's. Mal ins Arsenal. Hier können wir unseren Marauder nochmal betrachten. Sieht fast aus wie unser Flammenwerfer, macht nur ein bisschen mehr Aua. Bam. Jawohl. Gut. Schauen wir doch mal. Marauder. 25 Trefferpunkte für Marauder. Ah, ich würde erstmal der Medic mehr interessieren. So. Gut. In der Schiffsmesse hatten wir uns alles angeguckt, soweit ich mich erinnere. Oh. Gut. Da habe ich ja direkt Bock auch jetzt mich bei der Musik hinzusetzen und was zu trinken. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Ich muss mal gerade gucken. Nee. Noch habe ich das Recht nicht, mich hinzusetzen und was zu trinken. Also, schauen wir mal auf die Brücke. Gut. Alles in Ordnung, Sir? Nach all den Jahren wieder auf Kerrigan zu treffen. Wir müssen sie aufhalten, Matt. Egal, was sie im Schilde führt. Nun, wir haben ihr heute einen Rückschlag verpasst. Die Artefakte sind ihr offensichtlich wichtig. Ich wünschte nur, wir wüssten weshalb. Mhm.
Okay, wir gehen nach Meinhof. Jim, Flüchtlinge aus dem ganzen Sektor benutzen Meinhof als Sammelpunkt. Doch durch die vielen Leute an einem Ort breitet sich eine bisher unbekannte Epidemie in den Lagern aus. Bitte, meine Leute benötigen Hilfe. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Ich habe gehört, der mächtige Jim Reno sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Na, wir wollen erstmal hier sehen, dass wir die Leute vom Schiff kriegen. Ach, vom Planeten. Womit haben wir es denn hier zu tun, Doc? Die Instrumente zeigen eine Art biologische Verseuchung, die sich in den Flüchtlingslagern breit macht. Selbst die Gebäude sind davon überzogen. Sowas habe ich vorher schon mal gesehen. Das ist ein Zerg-Virus. Dem können wir nur mit Feuer beikommen. Jedes dieser verseuchten Gebäude muss zerstört werden. Aber wo sind die ganzen Menschen? Oh nein. Diese Dinge sind infizierte Flüchtlinge? Das ist ein Albtraum. Allerdings, das gefällt mir überhaupt nicht. Sie scheinen sich tagsüber unter der Erde zu verstecken und nur nachts herauszukommen. Der Virus muss sie gegen die hohe UV-Strahlung von Meinhofs Sonne anfällig machen. Dann brennen wir tagsüber die verseuchten Gebäude nieder und beschützen nachts unsere Basis. Keine Sorge, Doc. Wir werden diese Seuche eindämmen. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, Epidemie. Jo, das heißt, wir müssen sehen, dass wir die Tag-Nacht-Wechsel gut timen können, dass wir nachts so viel wie möglich defensiv arbeiten können und tagsüber natürlich schlagkräftig uns ein bisschen verteidigen nicht, aber aufteilen und vernünftig Schaden machen. Schauen wir mal, wie die Karte aussieht, in welchem Sinne wir da groß agieren können. So, dann kommen wir in Laden wieder nicht aus dem Arsch. Klasse. Okay, da haben wir's. Was liegt an? Was nicht passt, wird genau, so, die beiden haben wir schon mal rangetan. So, wie wir sehen, Tag ist noch 1 Minute 40, das reicht nicht zu, um noch groß hier irgendwie loszurennen. Auf geht's, Jungs. Wir können nicht riskieren, dass die Verseuchung auf dieses Lager übergreift. Errichtet einen Verteidigungsring. Jupp. Du entwickelst doch wohl keine Schwäche für Frau Doktor, oder Jimmy? Sonst verstehe ich nicht, warum wir für diese Bauern noch den Kopf hinhalten. Aus der Bahn! Ich werde erstmal sehen, dass ich Bunker bauen kann. Und hier möglichst so, dass ich dann nachher auch noch mit den Einheiten durchkomme. So. Erweiterung fertiggestellt. Nicht genügend Mineralien. Ja. Okay. Hier ist natürlich gar nicht besetzt. Das ist ein bisschen schade, aber das werden wir auch erst nach der Nacht tun, dass wir das ganze Ding besetzen. So. Bereit machen, jemand dicht jetzt? Worauf soll ich ballern, Sir? Losgeladen und entsichert. Okay. BDF bereit. Sonnenuntergang in 30 Sekunden. Das geht aber fix hier auf dem Planeten. Okay. Ihr macht hier mal so, wie ihr steht. Hier geht zu dieser Position halten. Genau, hervorragend. Das gleiche macht ihr hier auch. Ihr geht mal wieder munter ans Werk. Hier komm ich! Von mir aus schlechte Neuigkeiten? Okay, wie wir sehen können, jetzt wird's dunkel. Gut, wir fangen an mit Ressourcen arbeiten und dann. Es ist jetzt Nacht.
5 Minuten wir müssen bis Sonnenaufgang durchhalten. Ach du Macht Scheiße. Euch auf was gefasst. Das wird kein Spaß. Nö, das wird vor allem sehr lang werden. BBF einsatzbereit. Okay, wie wir sehen können durch den Tower, entdecken wir jetzt hier, von wo die Leute kommen. Na da. Kann's kaum noch erwarten. BBF bereit. Gut, ich bin dafür, dass wir auch direkt noch einen zweiten Bunker in jede Ecke bauen, sobald wir das... Ich wollte schon wieder Gold sagen, ne? Sobald wir das Geld dafür haben. Und das haben wir jetzt. Hier kann ich nicht bauen. Warum? Was nicht passt, wird passend gemacht. Sehnsucht. Warten! Der Boss! Ein Wort genügt. Bitte, tötet mich! Okay. Wir drüben kommen auch schon. Jo. Schlechte Neuigkeiten? Kapier! Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Yep. Was nicht passt, wird passend gemacht. Aufgetan. Warten! Abmarsch bereit! Lesen der Boss! Verstanden! Juhu! Nicht genügend Mineralien. Wir besetzen natürlich direkt alle Punkte. So, hier mit rein. Nacht noch 3 Minuten. Mann. Zack, zack. Hier ist vollstens besetzt. Das ist hervorragend. Ich finde es sehr praktisch, dass wir jetzt schon dieses Upgrade damals jetzt gemacht hatten, dass die Dinger von alleine ausschießen. Das ist... Ich finde es sehr praktisch gerade. Was macht der auch da draußen, der Idiot? So, Position halten. Ach Gott. Ich fürchte, wir werden noch einen Tag und eine Nacht aushalten müssen, um hier uns so weit vorauszubauen, dass wir hier... dass wir hier ein Stück weit sinnig eine Armee haben, um hier groß was machen zu können. Weil ich sehe das jetzt gerade noch nicht so ganz kommen hier. So, da reingebaut. Machen wir direkt noch 2 Marines da? Nein, natürlich nicht. Naja. Nix. Nicht genügend. So, dann werden wir alles nachher wieder auf Schwung bringen hier. Auf Schwung bringen ist gut. Vordermann. So, Depot ist fertig, es kann direkt runter. Das nächste bauen wir hier mit rein. Danach geht unser WBF hier wieder ein bisschen rum. Umfummeln. So, was landet denn hier? Hellions, jawohl. Sehr gut. Hey Cowboy, ich habe Konstruktionspläne, um die Hellions zu bauen, die du auf Marsara gesehen hast. Die sollten euch da unten ordentlich weiterhelfen. Ich denke, dass sie das tun werden. Das ist schon mal ziemlich geil. Ich warte. Feuer und Flamme. Feuer und Flamme, jawohl. So, hier den Bereich werde ich ganz zubauen. Da werde ich jetzt auf jeden Fall noch einen Bunker nachbauen. Einfach, dass wir von der Seite einfach soweit safe sind, soweit es geht. Ja, ja, bla 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 bla. Die Sonne geht auf. Nur noch ein bisschen durchhalten. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Benötige weitere Depots. So. Nicht genügend Mineralien. Unsere Zeit, dass jetzt die ganzen Viecher zerbrennen.
Schon sind wir alle glücklich. Es ist Tag. Gut, dann mache ich jetzt einmal eine kleine Rundfahrt mit denen. Na dann, Ladies. Morgenstund hat Blei im Mund. Machen wir sie platt. Das klingt gut. Ich werde das hier, die Gruppen zusammentun und dann wird hier der hier gleich. Ja, ja. Ein Bunker weiter mit reinsetzen, einfach um von der Richtung aus wirklich safe zu sein. Auf geht's! Gut, wir fahren erstmal hier oben lang. Was haben wir hier? Ist das eine Art Nest? Das solltest du besser zerstören. Naja, wir machen ja alles kaputt. Keine Angst, die Dame. Nur zu. Genau, der repariert da schon kräftigst. Benötige weitere Depots. Ja. Darf sonst noch was sein? Und hier machen wir versetzt ein, dass wir hier einfach nicht so viel Gruppen brauchen. Zu 1 kommt das hier noch mit der 1. Das hier. Hier geht's hin. So. Okay, wir werden sehen, dass wir hinten das Dorf wenigstens kaputt kriegen, solange wie es noch Tag ist. Einfach um hier ein bisschen. Ja, einfach damit wir es kaputt machen. So. Das ist ja hier unsere Aufgabe. So, genau. Und der repariert hier noch ein bisschen und danach wird er hier zurückfahren. Ist ja nicht mein Geld. Juti. Also der ist bunkers weiter unbesetzt. Was bleibt hier an? Ah ja, geht das schon. Hier dann mal mit reinheizen irgendwie. Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Befehle erhalten. Jawohl. Nix. So, schauen wir mal, was hier unten ist. Wie lange haben wir noch? 3 Minuten? Okay. Dann wird erstmal hier der Bunker besetzt. Nicht genügend Mineralien.